Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wusstet ihr eigentlich? Ja, wenn euch das Format gefällt, ich mache das direkt mal am Anfang, dann würde ich mich riesig über den Daumen nach oben freuen und vielleicht schaffen wir dieses Mal nochmal die 100 Likes, das würde mich riesig freuen, würde dem Kanal helfen und auch, dass mehr Leute die Videos finden. Außerdem ist es ziemlich schwer mittlerweile, ja, neuen Content für das Format zu finden, aber ich bemühe mich. Gut. Ja, fangen wir direkt an. Wir befinden uns vor der Arena von Radahn. Und hier gibt es eine geheime Animation, die ich euch gerne zeigen würde. Und zwar springt ihr hier drauf, da drauf. Und das ist hier gleich ein doppeltes, wusstet ihr eigentlich, weil das wissen einige wohl nicht. Ihr wollt auf diese Schüssel hier. Und nun starten wir hier rüber zum Berg, wo wir Bale bekämpft haben. Oder noch bekämpfen werden. Das hängt ganz von eurem Fortschritt ab. Wusstet ihr, dass ihr mit dem Teleskop, mit dem Steuerkreuz rein und rauszoomen könnt? Und da ist schon die gesuchte. Oh mein Gott. Ja, das ist ja fantastisch. Diese Animation ist nicht nur äußerst schäbig und die werden wirklich durch die Luft geschmissen, ist tatsächlich von vielen in Erinnerung geblieben. Und jetzt würde ich denken, wie kommen die da drauf? Ja, wir wären mal wieder bei Dark Souls 2 und die vielen Parallelen zwischen Dark Souls 2 und Elden Ring. Und zwar gibt es im Jägerhain in Dark Souls 2 eine Stelle, genauer gesagt die große Hängebrücke, die zum Kolosseum führt. Von dort aus könnt ihr zum so einen Auf-/Untergang schauen und dort ist ein Wald. Über den Wald sind Vögel. Es gibt noch eine Stelle, die wäre im Kardinalsturm, ganz am Anfang des Spiels, etwas schwerer zu erkennen. Aber an dieser Stelle könnt ihr auch etwas im Himmel erkennen. Und zwar sehr schlecht texturierte Vögel, die auch, um Himmels Willen, auch solche schrecklichen Bewegungen machen. Also die einfach hingeflatscht wurden, weil da was in der Luft sein muss, teilweise auf dem Rücken rückwärts fliegen und. Ja, aber die hier schrauben ja förmlich durch die Luft. Was ist mit ihm hier los? Nun, ja, und das seht ihr übrigens nur, wenn ihr reinzoomt. Seht ihr? Und darum dachte ich mir, hey, wir haben heute ein Double Feature. Wir haben die besoffenen Drachen und wir haben den Fakt, dass ihr mit dem Teleskop tatsächlich zoomen könnt. Ja, ist doch ganz lustig, oder? Nutzlos, aber lustig. Gut, kommen wir zu der nächsten Sache. Ja, da wären wir heute zu einer weiteren Sache und das ist eine Einsendung mal wieder vom guten Jens aus unserer Community. Und zwar, wusstet ihr eigentlich, dass das Mondlicht Großschwert, welches man von Rani geschenkt bekommt, eine geheime Animation hat? Und zwar, wenn ihr im richtigen Winkel steht und ein Phantom, also ein Leichenphantom, wie ihr hier seht, oder eines der Weißen vorbeiläuft, dann seht ihr hier ein ganz besonderes Muster auf dem Schwert, so ein Raureifmuster. Das erkennt man sonst relativ schlecht, aber durch die Phantome wird es sichtbar. Und das ist ziemlich cool. Unnütz, aber cool. Und Dankeschön für die Einsendung. Und ich bin froh, dass ich hier diese sehr kooperative Leiche gefunden habe, denn ich musste jetzt eine Weile suchen, bis ich mal jemanden gefunden habe, der nicht hyperaktiv rumrennt. Na gut, aber ziemlich nice. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zu der letzten Sache für heute. Die letzte Sache. Wusstet ihr eigentlich, dass euch der tanzende Löwe verfluchen kann? Ja, und zwar kann der einen Lifesteal-Fluch auf euch anwenden. Jetzt würdet ihr sagen, hä? Ja. Und dafür muss er, wie ihr hier seht, euch dafür grabben, diesen Beißangriff da machen. Und jetzt seid ihr verflucht. Schaut mal auf seine Lebensleiste. Ja, er wendet Lifesteal an. Und zwar, wenn ihr euch heilt, klaut er sich das, nachdem er auf euch rumgekaut hat. Ziemlich interessant, wenn ihr euch mal gefragt habt, warum der wieder so viel Leben hat. Jetzt wisst ihr es. Ansonsten war es das für heute. Dankeschön für eure Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dann passt auf euch auf. Bleibt gesund. Tschüss.